Der Heimatnaturgarten ist, wie der Name schon sagt, ein Garten der heimischen Natur. Damit ist dieser, wie die Natur auch, Naturgewalten ausgesetzt. Wie wurde das Sturmtief Friederike erlebt? Also wir haben an diesem Tag den Tierpark schon um 14 Uhr haben wir zugeschlossen. Einfach auch aus Sicherheitsgründen für die Besucher. Zum Glück sind wir ganz glimpflich davon gekommen. Baum ist nicht umgefallen. Allerdings fehlt jetzt auf einigen Dächern Dachpappe, die so abgehoben ist. Und da sind wir schon dran, die auch wieder zu reparieren und in Ordnung zu bringen. Und hoffen, dass wir es dieses Jahr dann auch schaffen, das richtig mit Schweißbahn noch zu befestigen. Damit das dann eben beim nächsten Sturm nicht wieder passiert. Sturmtiefs wird es immer wieder geben. Wie bereitet sich der Tierpark darauf vor? Also wir versuchen natürlich, alle beweglichen Sachen zu sichern. Die Tiere haben ja überall ihre Unterschlüpfe, die wir dann auch öffnen, dass die dann in ihre Hütten, in ihre Höhlen können, um sich da auch zurückzuziehen. Ja, und ansonsten schließen wir den Tierpark, wenn der Sturm losgeht, einfach um auch da auf der sicheren Seite zu sein. Nicht, dass sich doch bei so einem Wind ein Besucher her verirrt. Manchen Tieren wird nachgesagt, Schlechtwetterfronten vorausahnen zu können. Wie haben die Tiere auf den herannahenden Sturm reagiert? Vielleicht etwas unruhig. Wir machen eben diese ganzen Hütten auf, dass die dann sich zurückziehen können. Und das nutzen sie eigentlich auch, dass sie dann in ihre Hütten reingehen oder in ihre Höhlen, um dort sich zu schützen. Ob das jetzt instinktiv ist, kann ich nicht so genau sagen. So kehrte unverzüglich der Alltag im Heimatnaturgarten wieder ein. Im Gespräch ist ein eventueller Umzug, der bei allen Planungen hinsichtlich der Gestaltung einbezogen wird. Wir beschränken uns jetzt natürlich auf Reparaturen hauptsächlich und Erneuerungen machen wir nur so kleine Sachen und dann meist auch Dinge, die man bei einem eventuellen Umzug des Tierparks auch mitnehmen kann. Der Umzug würde, wenn es denn klappen sollte, in den ehemaligen Brauereipark stattfinden, also gleich hier in der Nachbarschaft sozusagen. Und das wären wohl so um die 7,5 Hektar, die dann zur Verfügung stünden. Das wäre natürlich schön für die Gehegegrößen. Ne? Man kann da natürlich ganz andere Sachen machen. Man kann den Tieren noch schönere Gehege bieten. Man kann auch wieder Tierarten halten, die hier auf diesem kleinen Areal einfach wegen Platzmangel nicht mehr möglich sind, wie Wildschweine zum Beispiel oder Wölfe. Dammwild ist ja auch schon sehr grenzwertig. Ne? Also wir sind hier einfach in diesem kleinen Kessel gefangen. Wobei, wenn ich mir was wünschen dürfte, mir wäre eine Erweiterung am liebsten. Also mir würde es sehr, sehr schwer fallen, dieses Gelände hier auch einfach so aufzugeben und irgendwo neu. Also mir wäre es am liebsten, es gäbe eine Erweiterung. Das wäre natürlich super. Bis es soweit ist, wenn es denn dazu kommt, ein Besuch im Heimatnaturgarten lohnt sich immer.